Hallo, Herr Domorigato. Weil wir das zum kleinen Indie-Horrorspielchen. Heute spielen wir zusammen Box Girl. Wie man sieht, ist ein japanisches Horrorspielchen. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß zusammen und werden uns ein bisschen gruseln. Vorab bitte noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Ohne es ja gar nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. Dann stürzen wir uns mal. Ich weiß ja nicht, ich weiß leider nicht, was es bedeutet. Es gibt es ja nur auf Japanisch hier. Was? Ich weiß, was ich gemacht habe. Leider kann ich es nicht lesen. Verstehe es nicht. Vielleicht versteht es jemand von euch. Kein Japanisch und. BSD. Hallo? Mal Flashlight. Shift is run. Wir haben hier eine Flashlight, denn wie man sieht, wir haben eine an. Wow. Hier geht's jetzt weiter. Also man steuert es mit WASD. Umschauen kann man sich nicht. Also mit der Steuerung, mit der Maus. Wo bin ich denn hier? E. Ich muss ja rein. What? Hier geht's nicht weiter. Und Shift kann man rennen. What the hell? Ich geh mal links. Links. Ich bin doch so schlecht. Ah, hier geht's weiter. Hier scheint's aber nichts zu geben. Jetzt geht's auch nicht weiter. Hier geht's nirgends weiter. Was mache ich denn da? Da ist eine Box. Da scheint irgendwas. Was? Da ist eine Box. Ah, da kann ich mich dann umgucken. Ah, wow, was für ein geiles Feature. Da kann ich vielleicht erkennen, wo es da weitergeht. Wenn ich Space drücke, kann ich mich hier umschauen. Ah, und mich drehen. Und wenden. Ah, wow. Sie versteckt sich in ihrer Box. Oder what? What the hell? Da gucken wir mal rechts, links. Ob man da vielleicht was sehen, ne? Wenn wir hier die Box machen, ne? Machen die Box. Und schauen uns mal um, ob hier irgendwo was ist. Aber ich sehe hier gar nicht. Moment, hier war noch eine Tür. Hier war eine Tür. Genau vor uns war eine Tür. Aha. Aha. Wow. Ich mach die Box. Ich schau mich. Ah, hier ist eine Treppe. Eine Treppe. Das finde ich immer ein cooles Feature, oder? Man wird zur Box. Zu einer Kiste. Und so wissen wir, wo man langkaufen will. Oh. Wow, I love it. Ich liebe ja sowieso diesen asiatischen Horror-Touch, ne? Ja, und die Box. Und da können wir uns nämlich drehen. Und da sind wir nämlich gleich in der richtigen Richtung. Die ist ja nice, ne? Wir machen die Box und drehen uns. Wow. Also ein wirklich geiles Feature, muss ich sagen. Wir machen Box und drehen uns um. Aber hier hinten ist nichts mehr. Das heißt, wir gehen nach da. Was ist das? Ah, jetzt auf einmal kann ich mich wieder so drehen. Aber. Ah, jetzt kann ich wieder mich meiner Maus drehen. Komisch. Vorhin ging das nicht.
Also hier scheint nichts. Also es ist wirklich ein geiles Game. Gerade dieser asiatische Horror, ich glaube, jeder liebt ihn, und japanischer Horror und asiatischer Horror sowieso ist immer so ein bisschen ganz extrem krass vor allem. Gerade weil diese asiatische Mythologie und alles, wir haben Schlüssel. Mit ihren Geistern und so. Oh oh, merkt ihr was? Merkt ihr was? Aber wo muss ich hin? Wo muss ich jetzt hin? Hier hinten ist nichts mehr. Oh je. Ich hau ab. Hier hinten ist ja nichts, oder? Ah je, ich jetzt mal hergekommen, oder? Ja. Wir gehen weiter da lang. Habe ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich vielleicht hier den Schlüssel benutzen kann. Oder er passt halt nicht, ne? Kann natürlich auch sein, dass er nicht passt. Wäre natürlich ärgerlich, ne? Wie komme ich hier in die Steuerung rein? Hier sind wir rausgekommen. Ja, hier sind wir hergekommen. Und hier hinten war ja nichts, ne? Nee, hier sind wir hergekommen von da. Aber wieso komme ich jetzt nicht in die Tür rein? Weil ich nicht weiß, wie ich ins Menü reinkomme, um hier irgendwie. Um die Tür zu öffnen. Diese blöde Tür. Dass ich vielleicht einen Schlüssel benutzen kann? Mit Tab geht's auf einmal nicht. Moment, Moment, Moment. Und Escape? Ah. Ja, Escape. Wo brauche ich diesen Schlüssel? Weil hier drin gab es sonst nichts, ne? Also ich war da an dem Punkt, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Hier waren wir ja. Hier gab es den Schlüssel. Jetzt ärgerlich, ne? Ach, Kack. Ärgert mich jetzt wirklich. Dass ich hier nicht weiterkomme. Ärgert mich jetzt schon. Hier hinten ging es nicht weiter. Ah, ist so ein cooles Spiel, gerade die Atmosphäre hier. Ich spring runter. Jump in the water. Weil da hinten ging ja nichts weiter. Oh, wir können auch runterspringen, cool. So crazy, Leute. Hier war sonst nichts in dem Raum. Damn. Ich weiß halt nicht, ob es eine Demo ist oder so. Oder nicht. Waren wir. Hier war nichts. Und hier waren wir ja auch. Ah! Da war auch verschlossen. Wow, Leute, wir sind weiter. Wir haben die Tür aufgeschlossen.
draußen irgendwo aufgewacht. Oh, es geht links oder rechts? Wir gehen mal links. Die schmeißen sich gut sowas, oder? Ich hau ab. Damn, das zu. Ja. Das ist ja kein gutes Zeichen. Not good. Not good. Help. Help. Run, baby. Wow, I love it. No! Oh je, wir müssen wieder zurück. Oh je. Echt cool gemacht, echt cool. Kannst du mal von hier gekommen? Jetzt sind wir hergekommen. Man geht so echt. Ich habe keine Orientierung. Musik noch dazu, wo so eine coole Geisteratmosphäre auch noch erzeugt. Hier wird wieder verschlossen sein. Ja, damn. War mal das schon. Wow. Lass es offen sein, wollte ich gerade sagen. Da war gerade einer. Seht ihr das da hinten? Da hinten ist noch so ein Gebilde. Und jetzt ist es weg. Ich habe schon Hallus. Jetzt habe ich gedacht, dass da wenigstens ein Schlüssel liegt. Wow! Oh, was ist das? Wow! Ja, Freund, ich würde sagen, komm ich jetzt zu? Ich mach mal so zurück. Komme ich ins Menü? Ja. Das war über Boxgirl. Mega geiles Spiel. Ihr könnt euch ganz selber runterladen. Wie immer alles ja der Link, ihr Download-Link in der Videobeschreibung. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir werden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf unserem Rossi-Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, falls ihr kein Abo habt. Köpfchen drücken, press that button, subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß. Bleibt gesund und stay healthy und wir sehen uns. Wir sagen schön mit Öl, viel Glück uns. Euer Rossi, thank you, goodbye. Domo arigato. Oi. Ciao. Bye bye. Nice, very nice.